Kalimera, Serap, Balas in Türkei. Außenanlage. Hier ist der Eingang zum Kalimera Serap Palace. Hier sieht man das erste Hauptgebäude, hinten das zweite Hauptgebäude. Es hat dann noch zwei Gebäude neben dran im Park und was ganz Schönes zum Häuser bei einem Whirlpool. Hier ist das zwischen dem ersten und zweiten Hauptgebäude mit einem kleinen Wasserpark sowie einem Rosenpark mit schönen Herzen gemacht. Das ist der Eingang zum zweiten Hauptgebäude. Da hatten wir das Zimmer. Das werde ich nachher im zweiten Video zeigen. Im Poolpark, im Park als Arzt, Boutique sowie Friseur. Ich finde ein bisschen zu klein, aber es hat alles Nötigste hier. Auf Uhren, Schmuck. Im Hintergrund habt ihr das Restaurant gesehen, außen. Ein Uhrenverkäufer. Hallo! Hallo! Alles gut? Das ist die Frühbar. Kann man auch teilweise essen lassen. Hier wieder Poolbar, ziemlich große Fläche. Das Amphitheater hinten, wo die Show und alles Musik, Live-Musik und so. Wir hatten auch zweimal Live-Musik hier an der Poolbar. Tennisplätze gibt es zwei Stück. Kann man auch mit Licht haben. Man muss es einfach bezahlen. Wasserpark. Groß, war nie drauf. Aber wenn man so guckt, war ziemlich schön. Hier nochmal von dem Wasserpark an der anderen Seite. Dann gibt es da natürlich für die Kinder, eigene Kinderclub. Machen ziemlich viel hier für die Kinder. Minigolfanlage. Hier extra für die Kinder, Kleinkinder, einen kleinen Wasserpark. Nochmal, hier ist der Pool bei der Poolbar. Groß, schön. Und war immer schön sauber. Auf die ganze Anlage. Weiter Pool für Schwimmer. Hier sieht man im Hintergrund auch nochmal die zwei Gebäude. Hier das, was ich angesprochen habe. Wunderschön aus Holz gemacht. Wie es innen aussieht, weiß ich leider nicht. Mit einem eigenen Ruhepool. Und du kannst das buchen, musst du einfach im Katalog schauen. Hier sieht man noch ein und zwei Nebengebäude, wo auch zum Hotel gehören. Hat meine Schwester ein Zimmer gehabt, auch schön eingerichtet. Da sieht man schon die Sicht Richtung Meer. Hier zwei, drei Rutschen. Cool. Terrasse in der Poolbar, am Abend auch ganz sitzen. Strand. Leider nicht Kies-Sand, sondern ich würde sagen kleinere Steine. Schade, ich habe Badeschuhe gekauft. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.